Ja, es geht jetzt um folgende Aufgabe. Wir haben 1 gleich x hoch irgendwas, gleich x hoch 1 plus irgendwas, gleich x hoch 1 mal x hoch irgendwas. Und sei x größer 0, na, sonst funktioniert das nicht. Und Potenzgesetze funktionieren nur bei positiven Basen. Was gilt dann für die 1, wenn x größer 0 ist? Also x hoch was ist 1? X hoch 1. X hoch 1 ist nicht 1, nee. Irgendwas hoch 0 ist immer 1. War zu unserer Zeit, wie gesagt, Grundschulstoff. Gut, 1 gleich x hoch 0. Und wenn ich die 0 habe, 1 plus was ist 0? Ja? Minus 1. Ja, also x hoch 1 plus minus 1 ist x hoch 0 und das ist damit 1. Aber hier kann ich jetzt ein Potenzgesetz anwenden. Das heißt, ich habe hier im Exponenten ein Plus. Und was wird aus dem Plus? Ein Mal wird daraus, erstes Potenzgesetz, a hoch b plus c ist a hoch b mal a hoch c, erstes Potenzgesetz. So, aber jetzt stimmt das so nicht. X hoch 1 mal x ist nicht x hoch 0. Was fehlt da noch? Dritte Reihe? Minus 1. Ja, und wo muss das minus 1 hin? Sehr hoch. Ja, als Exponent. Also ihr seht, 1, was x hoch 0 ist, und x hoch 0 ist x hoch 1 mal x hoch minus 1. Also nochmal, x hoch minus 1 mal x hoch 1 ist 1. Und die Frage stellt sich jetzt, was ist x hoch minus 1? Wenn ich diese Situation habe. So, versucht das mal selber aufzuschreiben. Und wenn ihr damit fertig seid, findet ihr raus, was ist x hoch minus 2? Da steht noch ein Tipp dabei. Und dann, was ist x hoch minus 3? Und am Ende, was ist x hoch minus n? Tun. Wenn x hoch minus 1 mal x hoch 1 gleich 1 ergibt. Es steht hier da, x hoch minus 1 mal x ist 1. Und wie finde ich denn jetzt raus, was x hoch minus 1 ist, wenn das da steht? Dritte Reihe. Ja, und wie? Was muss ich da machen? Ist völlig richtig. Ja? Dann machen wir das doch. Und was kommt dann raus, wenn ich dadurch x teile? Ja? X minus 1. X hoch minus 1, nochmal. 1 gleich 1 geteilt durch x. Genau das. Und da sieht man schon, hier brauche ich unbedingt, dass x größer als 0 ist. Weil wenn x gleich 0 ist, darf ich ja gar nicht durch x teilen. Ihr erinnert euch, da gab es ja auch den Satz, teile nie durch x. Also x hoch minus 1 ist 1 durch x. Das ist der erste Teil des vierten Potenzgesetzes. So, jetzt findet raus, was ist x hoch minus 2, x hoch minus 3 und so weiter. Und da gibt es einen Tipp dazu, den Tipp vielleicht ab. Da gibt es jetzt mehrere Ansätze an der Stelle. So, darf ich? Da gibt es mehrere Ansätze an der Stelle. Es gibt Leute, die haben das einfach nochmal so gerechnet. Das ist nicht falsch. Zweite Reihe, bitte. X hoch minus 2 gleich x. Mal hoch minus 2 mal x hoch 2 gleich 1. Genau, also man ist hergegangen und gesagt, gut, das mal dem muss ja 1 sein, so wie das mal dem 1 war. So, und wie geht es dann weiter? Geteilt durch x hoch 2. Jawohl. Und was ist dann x hoch minus 2? 1 durch x hoch 2. Jawohl, es hätte auch die Möglichkeit gegeben, das Ganze mit dem zweiten Potenzgesetz zu machen. Aber das hier ist genauso richtig, das hat meine Herleitung von oben. Hat das jemand mit dem zweiten, mit dem dritten? Hat das jemand mit dem dritten Potenzgesetz gemacht? Hat niemand mit dem dritten Potenz, dann mache ich es mal mit dem dritten Potenzgesetz vor. Wir können ja x hoch minus 2 schreiben als x hoch minus 1 mal 2. So, und jetzt kann ich das dritte Potenzgesetz anwenden. Das dritte Potenzgesetz sagt, das ist x Quadrat hoch minus 1. Ja? Aus mal wird hoch. Und das hoch minus 1 macht ja 1 durch. Das ist also 1 durch x Quadrat. Ist wie gesagt genau das gleiche. Das hier zählt genauso. So, jetzt x hoch minus 3. X hoch minus 3. Dritte Reihe. X hoch minus 3 mal x hoch 2
Naja, genau, dann also machen wir einen Doppelpunkt. Gut, also wir schreiben hin, x hoch minus 3 mal x hoch 3. Ja, jetzt, bitte, wie geht es jetzt weiter? Dann geteilt durch x. Gleich 1. Also dann kommt 1 und dann geteilt durch x hoch 3. Und dann ist es x hoch minus 3 gleich 1 geteilt durch x hoch 3. So, und jetzt würde ich gerne wissen, was ist x hoch minus n? Ja? Dann x hoch minus n mal x hoch n gleich 1. Also wir machen jetzt schon den Beweis, gut. Also, aber das ist durchaus okay. Jawohl, weiter. Gleich x minus n gleich 1 geteilt durch x hoch n. Also wir dividieren durch x hoch n, ja, sehr gut. Und dann steht das da, x hoch minus n ist 1 durch x hoch n. Das ist das, was ich hier hingeschrieben haben wollte. Das heißt, das ist jetzt die Verallgemeinerung und gleichzeitig der Beweis gewesen. Das hier nenne ich das vierte Potenzgesetz. Das nenne ich das vierte Potenzgesetz und es bitte auswendig lernen. Das ist das Potenzgesetz, was den Leuten in der Regel am schwersten fällt. Fragen zu der Aufgabe.